Enttäuschung, trotz Hilfe, die Regierung verspricht Milliarden für die Unternehmen in der Krise. Doch die meisten sind extrem unzufrieden mit der Finanzhilfe. Im Studio ist Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Kreativ in der Krise, wie Werbeagenturen durch schnelle kreative Reaktionen die weggebrochenen Aufträge etwas auffangen, nicht nur digital. Flucht vor dem Zyklon in Indien und Bangladesch, sind Millionen Menschen auf der Flucht. Ein Megasturm ist auf Land getroffen. Es ist das größte Förderprogramm, das die Republik je gesehen hat. Nicht ganz frei von Stolz hat heute die Regierung ihre nächsten Finanzhilfen also angepriesen. Einen schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen bei der ZIP Nacht. Unternehmerinnen und Unternehmer, die in ihrer Existenz bedroht sind, wegen des Lockdowns, die ihre massiven Kosten, die ja weiterlaufen, ohne Einnahmen nicht schultern können, sollen also jetzt einen sogenannten Fixkostenzuschuss beantragen können. Die große Euphorie deswegen mag aber irgendwie nicht aufkommen. Keine Einnahmen, aber laufende Kosten. Für viele Unternehmer ist die Corona-Krise ein finanzielles Desaster. Jetzt will die Regierung noch einmal helfen und Fixkosten ersetzen. Jetzt geht es um direkte Zuschüsse, jetzt geht es nicht mehr um Garantien und Kredite alleine. Wer gar kein Geschäft mehr gemacht hat, bekommt bis zu 75% seiner Fixkosten ersetzt. Wer zumindest kleine Einnahmen hatte, bekommt die Hälfte oder ein Viertel seiner Kosten. Wir rechnen damit, dass hier insgesamt mehrere Milliarden Euro in die österreichische Wirtschaft fließen. Im Handel fühlen sich die meisten Unternehmer bisher von der Regierung alleingelassen. Laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY sind nur 14% mit den Corona-Hilfen sehr zufrieden oder zufrieden. 29% betrachten die Krisenhilfen als mittelmäßig. Und satte 57% der Handelsbetriebe sind nicht oder überhaupt nicht zufrieden. Viele haben bis heute überhaupt noch kein Hilfsgeld bekommen, so die Kritik. Ja, die Regierung preist also ihre Hilfe in den höchsten Tönen. Man tut, was man kann, koste es, was es wolle und so. Und Sie, um die es geht, sind nur enttäuscht. Was ist da los? Ich begrüße den Geschäftsführer des Handelsverbandes, Rainer Will. Schönen guten Abend. Guten Tag. Also, der Finanzminister sagt, das ist das größte Förderprogramm aller Zeiten in der Zweiten Republik, das Sie da jetzt kriegen. Erntet fast nur Ablehnung. Sind Sie undankbar? Definitiv nicht. Es ist auch eine große Zahl, die aufgerufen wird von der Regierung und dafür sind wir auch dankbar. Die Problematik liegt nur in den abwickelnden Organisationen. Die Hilfen kommen nach 2 Monaten nicht an. Daher hoffen wir, dass der Rettungsring in Zahlen nun auch bei den Unternehmern ankommt. Also es kriegen 75%, also soll dieser Fixkostenzuschuss dann pro Betroffenen ausmachen. Das ist jede Menge Geld. Ist jede Menge Geld. Wenn man allerdings 39% Umsatzausfall hat, bekommt man nichts. Und wenn man 60% Umsatzausfall hat, nur 25%. Da würden wir uns eine verlaufende Kurve erwarten. Die Steuerstundungen sind sehr positiv. Der Härtefallfonds ist problematisch. Und die Kurzarbeit ist nur in den wenigsten Fällen bis dato angekommen. Und da steht aber das 13. Gehalt im Haus. Und das müssen wir dringend zuzählen. Wir haben 600.000 Beschäftigte. Daher hoffen wir, dass in der nächsten Woche die Mehrheit diese Gelder auch erhält. Das ist ansprechend. Also die Urlaubsgelder. Die Auszahlung steht bevor. Das ist angeblich die nächste kritische Phase. Es sind jetzt schon viele Unternehmerinnen und Unternehmer pleite gegangen. Macht Ihnen das große Sorgen? Ja, also zum einen macht es mir Sorgen, dass schon 7% aller Händler angeben, die Geschäftstätigkeit eingestellt zu haben oder gerade zuzusperren. Zum anderen macht mir Sorgen, dass 30% der Österreicherinnen und Österreicher auf lebensnotwendige Güter nur noch zurückgreifen oder deutlich den Konsum reduzieren. Daher abseits der Hilfen, die es jetzt braucht, müssen wir auch nachhaltig ein Zukunftskonjunkturpaket schnüren. Daher setzen wir uns für eine vorgezogene, bereits paktierte Steuerreform ab 1. Juli ein. Und da die Geringstverdiener bis 12.000 Euro Jahresgehalt da nicht davon begünstigt werden, wünschen wir uns Österreich-Schecks in der Höhe von 500 Euro für jeden Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich in dieser Ebene. Würde 1 Milliarde mehr an Aufwand bedeuten, aber es braucht jetzt diese Sofortimpulse, damit die Kaufkraft stabilisiert wird hin zum Jahresende, weil wir erwarten nach einer Studie von EY und Handelsverband, die heute veröffentlicht wurde, 32% Umsatzverluste im Schnitt. Das heißt, es bricht uns ein Drittel der Umsätze weg und da ist jetzt Handlungsbedarf gegeben. Sie haben vorher kurz angesprochen, ist auch im Beitrag am Ende gekommen. Viele klagen, dass diese Hilfe nicht ankommt oder nur sehr schleppend ankommt oder eben kaum ankommt. Das ist wahnsinnig kompliziert, bürokratisch, sehr aufwendig. Viele sagen, sie brauchen einen Steuerberater, der ja auch Geld kostet, nämlich im Vorfeld schon, um das irgendwie handeln zu können. Was können Sie da erzählen? Also zum einen ist es so, dass man differenzieren muss. Die Steuerstundungen vom Finanzminister sind exzellent und sofort in Wirkung getreten. Der Härtefallfonds bei der Wirtschaftskammer hat katastrophal begonnen, weil hier schon die 4. Nachschärfung erforderlich war und hier viele auch nicht
nicht Berücksichtigung fanden, von Almwirt bis zum Künstler. Und daher sind da viele nur mit 500 oder maximal 1.000 Euro abgespeist worden. Da stehen Existenzen am Spiel und da muss wirklich was passieren. Die Kurzarbeit ist ein gutes Modell, aber die Gelder müssen jetzt ankommen. Wir können uns von den Anmeldungen und Bestätigungen nichts kaufen. Und wir wollen einfach unsere Beschäftigten sichern. Wir sind der Rückgrat der Volkswirtschaft mit 600.000 und wir wollen auch in die Zukunft blicken. Daher braucht es diesen staatlich induzierten Impuls und die Gelder jetzt sofort, weil es sind 2 Monate vergangen. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch im Studio. Danke Ihnen. Die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer wurde heute also vom Bundespräsidenten angelobt. Weit musste sie dafür nicht gehen von ihrem alten Arbeitsplatz. Sie hat ja bis zuletzt in der Hofburg für den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gearbeitet. Und sie hat am Abend in der ZIB 2 ihr erstes Fernsehinterview gegeben. Die Erwartungen an sie sind natürlich extrem hoch nach dem Scheitern ihrer Vorgängerin Ulrike Lunacek, die die Kunst- und Kulturszene doch ziemlich gegen sich aufgebracht hat. Andrea Mayer ist sehr gut vernetzt in der Szene und sie ist sich bewusst, dass jetzt rasch was passieren muss. Natürlich ist wichtig, dass die Institutionen eine Planungssicherheit haben und dass wir ihnen noch vor dem Sommer oder zu Anfang des Sommers auf jeden Fall auch eine Sicherheit geben können, wie die nächste Saison, die ja für die Kulturinstitutionen immer im Herbst des Jahres beginnt, wie sie in der nächsten Saison spielen können, Konzerte veranstalten können, Theaterstücke und so weiter inszenieren können. Ja, die Corona-Krise trifft natürlich so gut wie alle Branchen und Wirtschaftszweige extrem hart, selbstverständlich auch die Werbewirtschaft. Aber einigen Agenturen ist es gelungen, sehr schnell und auch sehr kreativ zu reagieren und damit die weggebrochenen Aufträge zumindest etwas aufzufangen. Und natürlich ist auch die Angst der Menschen vor diesem Virus mit ein Auftraggeber. Und viele Projekte sind wegen Corona überhaupt erst entstanden. Die Wiener Werbeagentur Kraftwerk gibt es seit 30 Jahren. Geschäftsführer Heimo Hammer und sein Team sind Branchenführer auf dem digitalen Markt. Das kommt ihnen nun zugute. Covid war so ein bisschen ein Turbo. Das heißt, Covid hat eigentlich es geschafft, wovon ich schon seit 5 bis 10 Jahren rede, dass digital das Leitmedium in der Werbung wird. Das heißt, bei uns in der Firma sieht man, dass das klassische Geschäft ein bisschen steht gerade und das Werbegeschäft im Digitalen boomt. Auch die jungen Wilden von WADA setzen auf digital. Angefangen hat die Kreativagentur vor 6 Jahren mit einem Online-Partyportal. Auch viele Musikfestivals gehören zu ihren Kunden. Beide Bereiche sind in der Krise gänzlich eingebrochen. Das gesamte WADA-Team ist daher in Kurzarbeit. Ein schnelles Umdenken war notwendig. Wir haben begonnen mit einem Lieferservice und dann sofort, dass wir flächendeckend Österreich verschicken und der nächste Step wird Deutschland sein, also eigene Vertriebswege aufbauen. Einige Projekte sind also erst durch die Krise entstanden, nicht nur im digitalen Bereich. Dadurch, dass für die Schulen das Thema Sicherheit auch total wichtig ist, haben wir für eine Schule Begrenzungen gemacht, wo man weiß, wie weit die Kinder Abstand halten muss. Und haben da so wunderschöne Regenbogenfarben gemacht und es haben auf jeden Fall den Schulhof verschönert und in puncto Sicherheit was gemacht. Auch Kraftwerk wurde mit speziellen Corona-Kampagnen beauftragt. Die Stadt Wien etwa bewirbt ihre Hotlines für psychosoziale Hilfe in der Krise. Und auch die österreichische Nationalbank hat auf die Ängste ihrer Kunden reagiert. Vor 2 Jahren hat Heimo Hammer das Fast Forward Forum ins Leben gerufen. Vordenker im Bereich Gesundheit, Wirtschaft und gesellschaftlicher Veränderung diskutieren dort über die Zukunft der Werbung. Ganz aktuell auch über die Auswirkungen von Corona. Firmen fangen jetzt an, im Rahmen der Kampagnen Werte und Codes zu verändern. Das heißt, das Thema Sicherheit, Gesundheit wird wesentlich mehr in die Briefings übernommen als vorher. Das heißt, die Sprache in der Kommunikation wird, ich würde mal sagen, weniger pseudolustig, sondern mehr im Sinne von gesellschaftlich verantwortlich und dessen auch bewusst sein, was man tut. Ein Megazyklon ist heute in Indien und Bangladesch auf Land getroffen und hat gerade am Abend schwere Schäden angerichtet. Es gibt schon sehr viele Tote, Millionen Menschen sind im Vorfeld in Sicherheit gebracht worden. Der Wirbelsturm trifft die betroffenen Regionen mitten in der Corona-Pandemie und das macht die Lage der Betroffenen natürlich noch prekärer. Mit zerstörerischer Kraft trifft Zyklon Amphan auf die indische Küste. Die einfach gebauten Hütten können den Windgeschwindigkeiten bis zu 190 Stundenkilometern nicht standhalten. Dazu heftiger Regen und steigende Wasserpegel bis weit ins Landesinnere. Eine Katastrophe nicht nur für die 1 Million Rohingya-Flüchtlinge, die hier in Bangladesch auf engstem Raum leben. Schwere Wirbelstürme sind in der Region keine Seltenheit, doch Amphan trifft sie mitten in der Corona-Pandemie. Viele Notunterkünfte sind schon Corona-bedingt besetzt. Abstand halten ist ohnehin nur schwer möglich. Und so mancher Betroffene will aus Furcht vor einer Ansteckung gar nicht ins Notquartier.
Ampan dürfte einer der schlimmsten Stürme der letzten 20 Jahre sein. Vor Einbruch der Nacht werden bereits mehr als ein Dutzend Tote gemeldet. Und wir machen jetzt noch einen schnellen Blick auf die Wetterkarte. Für das lange Wochenende eine freundliche Mischung aus Sonnenschein und Wolken gibt es. Morgen im Bergland sind am Vormittag letzte Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen meist 17 bis 23, im Westen bis zu 25 Grad. Ähnlich dann der Freitag, ein Mix aus Sonne und Wolken und sehr warm. Am Samstag sind es dann häufiger Gewitter möglich. Am Sonntag kühlt es etwas ab. Das war's Ihnen von uns allen hier, die hier mitarbeiten, hier im Studio, drüben in der Regie. Ein feines, ein entspanntes, ein langes Wochenende und eine geruhsame Nacht.